Im Podcast mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger haben wir ja schon so einiges gehört, aber ihre neueste Folge sprengt wirklich alles. Zu Gast war diesmal Verona Poth und die beiden Frauen kamen schnell auf ihre jeweiligen Vorzüge zu sprechen. Barbara, lass doch das T-Shirt an. Es ist doch nicht Fernsehen. Nicht hochheben, hieß es von Verona Poth direkt zu Beginn, vermutlich ein kleiner Scherz. Natürlich stieg die Blondine darauf ein, ich dachte, ich zeig dir jetzt mal meine. Was folgte, war ein Hin und Her aus Komplimenten für die Oberweite der jeweils anderen. Deine sind neu, ich sehe das Preisschild noch. Schau mal meine, hieß es beispielsweise von Verona Poth. Diese war auch der Meinung, dass Barbaras Brüste zu den größten im deutschen Showbusiness gehören, neben der Oberweite von Frauen wie Mozi Mabuse und Paulina Rojinski. Naja, mit Push-Up komme ich auch auf C, ordnete sich Verona in dem Ranking weit hinten ein. Anschließend durften sich die Zuhörer über Tipps freuen, wie man mit großen Brüsten den Alltag übersteht. So gab Barbara Schöneberger Folgendes weiter. Ich habe zwei übereinander. Und es sieht auch nicht gut aus, ich quetsche das dann richtiggehend so. Aber sonst ist auch Trampolinspringen oder sowas nicht möglich, wenn man nicht die richtige Wäsche anhat.